achieved with CryEngine 3. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyrim ist am Start. Wir haben eine kleine Runde Let's Play Sniper Ghost Warrior 2 in der Special Edition. Mir ist natürlich gegönnt. Für den Preis kann man dazu nichts sagen. Ja, ich habe den ersten Teil noch nicht gespielt. Wollte ich zwar immer, aber hat immer gesagt, das ist irgendwie ein bisschen blöd. Und der zweite Teil soll ein bisschen lustiger sein. Deswegen steigen wir auch erst bei Typ 2 ein. Ja, ich habe mir die Special Collection geholt, also eine richtig dicke Box. Für den Preis 59 Euro kann man nichts zu sagen. Weniger als ein normales Spiel. Keine Spielstände gefunden. Wähle ein Speichergerät zum Speichern neuer Daten oder zum Laden eines anderen Spielstandes. Du kannst auch ohne zu speichern fortfahren, jedoch gehen deine Fortschritte dann verloren. Speichergerät auswählen natürlich. Wäre blöd, wenn wir keinen Platz zum Speichern hätten. Dann nehmen wir unsere richtige. Dieses Spiel speichert automatisch. Starttaste drücken, drück ich. Na, das müsste reichen. Passt. So, was haben wir denn hier alles? Optionen, Extras, Inhalt zum Herunterladen, Optionen, Spiel, Audio, Video, Steuerung, ach, das machen wir später, Schießstand. Okay, das Turnieren, aber wir gehen direkt auf die Einzelspielerkampagne los und starten. Was nehmen wir denn? Lerne die Arbeit eines Scharfschützen auf entspanntere, weniger intensive Art kennen. Du lernst das Spiel, hast aber Spaß dabei. Die Feinde sind nachsichtiger und du hast in bestimmten Kampfsituationen mehr Zeit zum Reagieren. Außerdem profitierst du von einer Reihe von Tipps, was Taktik und Gameplay angeht. Ein roter Punkt auf deinem Ziel zeigt dir an, wo die Kugel einschlägt. Stealth und Teamwork mit deinem Spotter verbessern das Spielerlebnis. Da ist er! Okay. Mittel. Das Gameplay ist gut ausbalanciert und bietet eine intensivere Sniper-Erfahrung. Die Feinde reagieren schneller und aggressiver. Du musst deine Schritte also sorgfältig planen. Alle Tipps und Features aus dem Schwierigkeitsgrad einfach stehen dir weiterhin zur Verfügung. Auch der rote Zielpunkt, Stealth und Teamwork mit deinem Spotter sind von entscheidender Bedeutung. Experte, dieser Modus ist nur für die erfahrensten Scharfschützen bestimmt. Auf deiner Mission erhältst du nur wenige Tipps und Hinweise. Die geschärften Sinne deiner Feinde stellen deine Entschlossenheit, deine Taktik und deine Reflexe in jeder Sekunde auf eine harte Probe. Der rote Zielpunkt steht nicht zur Verfügung, du musst also bei jedem Schuss den Wind und die Entfernung zum Ziel bedenken. Wenn du einen wahren Sniper-Herausforderung suchst, bei der jeder Schuss zählt und dich jeder Fehler das Leben kosten kann, bist du bei diesem Modus genau richtig. Eigentlich müssten wir diesen Modus spielen, weil wir ja richtig snipen, aber wir machen mal Mittel, wer weiß ja nie. Operation Quarterback, Küstenregion, die Philippinen, Zeit 1600, Judith, vor einer Woche. RSA, strategische Differenzier, irgendwas. Augen nach vorn, meine Herren. Diaz, wer hat die Spione eingeladen? Diese Operation erfordert Teamwork, Anderson. Ich habe zugestimmt, dass du übernimmst, solange du die Sache nicht in den Sand setzt. Du meinst so, wie ich das in Sarajevo gemacht habe? Halt dich diesmal an den Plan, dann bekommen wir keine Probleme. Vor 3 Monaten haben russische Söldner ein Biolabor in der Arktis überfallen. Sie sind mit einer Menge Erreger eines afrikanischen hämorrhagischen Fiebers entkommen. Das Zeug lässt die Pest wie eine Grippe aussehen. Heute Morgen erhielten wir die Bestätigung, dass sie einen Käufer auf den Philippinen haben. Das ist ihr Käufer, Kalalo, Filipino. Einer von Abu Sayyafs dicken Fischen, also ganz oben auf Al-Qaidas Wunschliste. SecDef hat Kalalo zum Gelegenheitsziel ernannt. Bei Kontakt töten. Haben wir den russischen Boss identifiziert? Im Moment nicht, aber das ändert unsere Zielvorgabe nicht. Dieses Einsatzkommando wird alle Parteien am Übergabeort eliminieren und diese Biowaffe zurückholen. Verstanden? Viel Erfolg. Ja, dann beginnen wir mal. Bis hierhin weiter nicht. Du und deine Männer folgen dem Fluss bis zum Ufer hinter der Radarinstallation. Anderson und ich werden jegliche Unterstützung abschneiden, die mitmischen will. Wir treffen uns dort. Wird gemacht. Weidmanns Heil. Weidmanns Dank. Du hast
за фигня? Okay, es macht auf jeden Fall einen schönen Eindruck. Die Kamera ein bisschen verschwommen, wenn man sie bewegt. X drücken, um hochzuklettern. Machen wir mal. Ah, so sprüttelt man, okay. Halt, nicht schießen. Kontakt, ein Soldat. Duck ich mich denn? Ah, ducken. Auf die Plätze. Bereit. Aha. Eins, los. Gut, der Kerl im Schuppen hat nichts gemerkt. Jetzt ist er dran. Was macht er da? Cole, check das mit der Thermaloptik. Kein Plan, wo er sein soll, der Gegner. Na los. Was? Mein Rückstoß? Rückstoß zu vermeiden? Ach, jetzt verstehe ich. Was soll ich machen? Soll ich ihn echt töten oder? Okay, weiter. Vorsichtig. Okay, das war jetzt ein bisschen schlecht, aber. Was will ich machen? Wollte ich weitergehen? Autsch. Autsch. Irgendwelche Informationen, wie sicher dieses Radar ist? Nicht genug. Das Ding blockiert ziemlich effektiv unsere Sicht. Deshalb müssen wir es ausschalten. Ansonsten wird unsere Exfil zur Operation Shitstorm. Shitstorm. Auf jeden Fall sieht sehr schön aus, finde ich. Doch. Hat was. So ein bisschen so verwunschene Welt, so Fantasy. Ich höre etwas. Unten bleiben. Rechte Seite. Halt! Hoppala, ich habe mich nach vorne bewegt. Okay, das war doof. Aber geplant. Das war total geplant und so. Bis hierhin weiter nicht. Keller, du und deine Männer folgen dem Fluss. Also nee, wir müssen noch mal ganzen Scheiß machen. Ah. Okay, da haben wir schon mal die erste Scheiße entdeckt. Wird gemacht. Bald mein Seil. Sicher, auf geht's. Ich habe gar nicht bemerkt, dass ich mich nach vorne bewegt habe. Es ist ja. Halt, nicht schießen. Kontakt, ein Soldat. Auf die Plätze. Bereit. 3, 2, 1, los. Batz. Der Kerl im Schuppen hat nichts gemerkt. Jetzt ist er dran. Was macht er da? Cole, check das mit der Thermaloptik. Ja, das war schon mal ein bisschen besser jetzt. Okay, ich soll irgendwie was drücken, aber. Irgendwelche Informationen, wie sicher dieses Radar ist? Nicht genug. Das Ding blockiert ziemlich effektiv unsere Sicht. Deshalb müssen wir es ausschalten. Ansonsten wird unsere Exfil zur Operation Shitstorm. Das ist er, der hat eine M8A1, glaube ich, mit einem Schlüssel. Jo. Ich höre etwas. Rechte Seite. Los, beide gleichzeitig. Der rechte gut. Auf die Plätze. Gib mir. 3, 2, halt!
Oh Gott, jetzt bin ich da selber auch total vorsichtig und ruhig, ey. Weil ich Angst habe, ein Pferd zu machen und. Bleib an meiner Seite, Anderson. Ich bin schon da. Das sind nur 11 Meter. Sie kommen hier.